Moin ihr Zuckerschnecken! Heute quatschen wir kurz über Juventus, Paul Pogba und ein paar weitere Gerüchte. Viel Spaß! Der Ligenbetrieb steht kurz vorm Ende. Und auch wenn nach den Siegen von Milan und Inter gestern die Meisterschaft immer noch nicht entschieden ist, beziehungsweise wir das Glück haben, bis zum letzten Spieltag Spannung zu haben, müssen wir bei Juve schauen, wie wir nächstes Jahr wieder konkurrenzfähig werden. Und wie jedes Jahr soll sich im Mittelfeld etwas tun und kein geringerer als Paul Pogba soll wohl die Wunschlösung sein. Vielmehr noch sollen sogar für heute Gespräche mit Pogbas Beraterinnen angesetzt sein und man soll überzeugt sein, dass man zumindest mal gute Chancen hat, seinen verlorenen Sohn zurückzuholen. Und jeder, der meinen Kanal länger verfolgt oder mich kennt, weiß, dass ich Pogba liebe und wenn es die Möglichkeit gäbe, ihn zurückzuholen, dann werde ich nicht ein schlechtes Wort darüber verlieren und nicht ein schlechtes Haar daran lassen. Der Franzose wurde bei uns seit seinem Abgang nie ersetzt, weswegen wir auch schon seit Jahren Probleme im Mittelfeld haben. Pogba, sofern er denn fit ist, würde für Torgefahr, Kreativität und ein überragendes Passspiel sorgen. Und genau das fehlt uns. Fest steht aber auch, dass wir nicht mit den Angeboten mitgehen können, die ihm United oder Paris gemacht haben. Sprich, wenn Pogba zurückkommt, dann weil er Juventus liebt und wieder für Juve spielen will. Und Pogba ist auch nicht der einzige ablösefreie Spieler aktuell, der bei Juve gehandelt wird. Denn neben Paul Pogba und Di Maria ist zuletzt auch der Name Ivan Perisic hochgekocht. Und auch wenn ich mir das nur schwer vorstellen kann, wäre der Transfer stark. Klar, mit Perisic und Di Maria würde man zwei Spieler verpflichten, die über 30 sind. Aber man würde die direkte Konkurrenz schwächen und dahinter kann man Solé behutsam aufbauen. Und da man sowohl Bernardeschi als auch Dybala ablösefrei verliert, zumindest sieht das Ganze danach aus, wäre es wirklich gut, wenn ebenfalls zwei ablösefreie Spieler kommen, die qualitativ trotzdem stark sind. Denn die größte Aufgabe wird nämlich sein, die Abwehr auf Vordermann zu bringen. Wir brauchen mindestens einen Innenverteidiger sowie einen Linksverteidiger. Und mit dem Geld, was wir auf den Positionen vorne sparen würden, könnten wir da gut arbeiten. In der Innenverteidigung soll Nikola Milenkovic aktuell favorisiert werden, aber auch Gabriel, Benoit Badiashile und Bremer sind weiterhin Kandidaten. Bei der Linksverteidigersuche sind Destiny Udoji, Owen Wijndal, Emerson Palmieri und David Raum im Gespräch, wobei letzterer mein Favorit wäre. Außerdem ist immer noch nicht klar, ob Alvaro Morata bleibt oder nicht. Wir sind Stand jetzt konsequent und bleiben dabei, dass wir maximal 20 Millionen Euro bieten, während Atletico weiterhin auf mehr pocht. Als möglicher Nachfolger für Morata ist aktuell Luis Muriel im Gespräch, was meiner Meinung nach sportlich zumindest ein guter Deal wäre, aber man sieht aktuell wieder die Tendenz, dass wir vermehrt auf ältere Spieler schauen, was in gewisser Weise in Ordnung ist, aber wir dürfen es nicht übertreiben. Ein bis zwei Spieler sind okay, aber wenn der komplette Markt auf Ü30-Spieler ausgerichtet wird, dann wird es problematisch. Im Groben und Ganzen steht viel, viel Arbeit vor uns, aber eine Verpflichtung von Pogba würde uns viele, viele Türen öffnen, weil wir neben der brutalen Qualität auch einfach budgettechnisch auf einen guten Zweig kommen würden. Ich bin gespannt, ob man nach den heutigen Gesprächen mit Pogbas Beraterin direkt mehr weiß. Sollte Pogba nicht zurückkehren, wird wohl alles darin gesetzt, dass man Milinkovic-Savic verpflichtet. Aber die Priorität, die liegt definitiv beim Franzosen. Aber was meint ihr? Würdet ihr eine Rückkehr von Paul Pogba feiern oder eher nicht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst gerne ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Haltet die Ohren steif und ciao ciao.